Ich dachte, es geschieh ihm recht, aber ich sah, dass Wohn andere Gedanken hatte. Bis zum nächsten Tag hatte tatsächlich jemand sämtliche Hühner abgeschrubbt. Gut, richtig weiß waren sie auch nicht, aber Woden hatte es jedenfalls versucht. Er sagte niemals auch nur ein Wort darüber zu mir, aber ich wusste es. So war Woden My eben. parents, they always let us be who we were. Never told me to be more like him or anything like that. Which was good, because I was never gonna. Meine Eltern ließen uns immer so sein, wie wir waren. Niemals sagten sie mir, ich solle so sein wie er oder so etwas. Er grinst. Und das war auch gut so, denn ich hätte es niemals geschafft. Will dich was What's on anderes your fragen? mind? Das ist auf dem Herzen. Lass uns weiterziehen. Gut. Sind Hiravias und Edea fertig? Das heißt, wir können jetzt mal erstmal hier rausgehen. Oh ja, ich kann das eine Kopfgeld abgeben noch. Dann gucken wir mal, wer noch was zu erzählen hat. Bevor wir zurück nach Herdlied gehen, dort nochmal ordentlich rasten. Naja, unser Ketnur hat schöne Rastboni, aber die Gasthäuser haben bessere. Vor allem, weil wir die Rastboni nicht kombinieren können. Was schade ist. Es wäre cool gewesen, wenn man wenigstens zwei Rastboni von Ketnur auswählen könnte hier. Aber nee. Die Waldlandpfade sind halt immer am besten, weil die drei Verfassung geben, also mehr Lebenspunkte. Heimlichkeit, Wahrnehmung ist eigentlich auch nicht schlecht, Macht auch. The keep's coming along nicely. So, dann gehen wir erstmal hier hinten hin. Ich weiß gerade gar nicht, haben wir mit Kanna auch schon fertig geredet? Oh, und ich sollte Speed anmachen. Dann geht's schneller. Was mir gerade so einfällt, die Waldlandpfade. Wo sind denn die gewesen? Das ist das Ding hier. Wenn man so richtig guckt, sind, glaube ich, das hier die Waldlandpfade. Also dieser Weg hier. Könnte aber auch der Weg hier sein. Gods keep you. Friggin nickt dir zu. Gute Jagd, Trophy. Was kann ich für dich tun? Ich bin hier, um das Kopfgeld für Nalrent den Weißen einzufordern. Purig, so übel wie er aussieht. Gute Arbeit. Hier ist das Kopfgeld. 2052 Kupferpfand. Jede Menge Erfahrung. Danke. Was gibt's für Kopfgelder? Entschuldigung, den Kopf. Mehr habe ich im Moment nicht anzubieten. Wenn du dich um diese gekümmert hast, habe ich bestimmt neue Ziele. Was hat sich hier getan? Nichts Neues zu berichten, ach so. Gut. Looks a little healthier Your than thoughts must before. flow deeply indeed. Nee, für sie haben wir nichts Neues. I'm ready. Dann gehen wir mal von Need vorne. something? Palygina hat auch nichts Neues. Meinung über etwas. Wie laufen die Dinge deiner Meinung nach? Ich bin froh, dass du siehst, dass man mit Diplomatie weit kommen kann. In der Bruderschaft werden wir dazu ausgebildet, unsere physische Stärke zu bewahren und mit Köpfchen und Worten durch die meisten Konflikte zu kommen. Sie bekräftigt ihre Worte, hebt sie. Zur Bekräftigung ihrer Worte hebt sie einen gefiederten Finger. Es gibt immer eine Zeit für den Kampf, aber ich stelle mit Freuden fest, dass du zurückhaltend genug bist, um nicht jede Gelegenheit dafür zu nutzen.
Ja, deswegen haben wir auch keine einzige negative Sache. Also täuschend, grausam und aggressiv zum Beispiel. Gerade ist gut, dass ich wohltätig und leidenschaftlich sehr hoch bin. Dadurch kriege ich ja einen schönen Bonus auf mein Glaube und Überzeugung. Also 4 auf Abwehr und 8 auf, nee, sogar 9 auf alle anderen. Herrschaft der Schläfer. Oh, ist auch gar nicht mal schlecht. Kämpfergeist. Flammen der Hingabe. Das ist der Angriff. Hand auflegen. Rechtschaffene Seele. Das Schwert und der Hirte. Achso, das hier, tiefer Glauben, modifiziert nochmal. Glaube und Überzeugung. Yes. So, also Palegina sind wir fertig. Was ist mit Zagani? Also wir können mit Zagani reden. Kanna. Sieht nach wolkenlosem Himmel über Erbhügel aus. Hoffentlich kann sich das Viertel wieder erholen. Dort gibt es viele Geschichten. Da gibt es viel Geschichte. Jetzt, nachdem du es gerettet hast, umso mehr. Vielleicht werden sie dir zu Ehren eine Gedenktafel aufstellen. Also, das könnte wirklich deinen Ruf etwas verbessern. Dafür bekannt zu sein, einen Fluch beendet zu haben, kann doch nicht schaden. Wie geht es dir? Alles in Ordnung. Der Himmel ist vor uns blau. Erzähl mir etwas über dich selbst. What shall I tell? I am Kanarua, born in the royal city of Tekoa, from which rules the Ranga Nui. There. That is a solemn enough start. I am a lore chanter in the college there, or at least a student of lore and a chanter both. Okay, und was sage ich? Ich bin Kanarua, geboren in der Königsstadt Tekoa, von der aus der Ranga Nui regiert. So, das dürfte als Vorstellung feierlich genug sein. Er grinst fröhlich. Ich bin ein Sänger in der örtlichen Akademie oder zumindest ein Schüler der Sagen und gleichzeitig ein Gesangsmann. Hast du in Rautai noch Familie? Ich habe 5 ältere Geschwister sowie Vater und Mutter. Mein Vater ist ein Korallenmeisterhandwerker in der Gunst des Ranga Nui. Er war es, der das Tor der großen Zähne konstruierte. Meine beiden Brüder haben das Handwerk meines Vaters angenommen und meine Schwestern wurden von meiner Mutter zum Segeln ermutigt. Das gibt mir den Freiraum, andere Dinge zu tun. Gleich hinter den Mauern der Akademie gibt es eine Fülle an Wissen, so viel, dass man in 10 Leben nicht lernen könnte. Aber ich kann es trotzdem versuchen. Er lacht. Was möchtest du wissen? Was hat dich zum Verlassen der Akademie veranlasst? Theology, the traditions, when the Gate of Great Teeth was completed. It was all my father had hoped for, the greatest commission he had ever received. Anfangs, als das Tor der großen Zähne fertiggestellt wurde, beschritt ich noch den üblichen Weg, Theologie und die Tradition. Auf etwas wie das Tor hatte mein Vater immer gewartet, den größten Auftrag, den er je erhalten hatte. But it was also a sign that Rawatai was changing, looking inward. Meanwhile, I was neck deep in the writing of a dozen nations, marveling at all the things that lay beyond our borders. Gleichermaßen war es aber auch ein Zeichen für den Wandel Rautais, der Zuwendung auf das Innere. Währenddessen steckte ich bis zum Hals in den Schriften eines Dutzend Nationen und bewunderte all die Dinge, die es jenseits unserer Grenzen gab. Ich beschloss, meinen dritten Abschluss in Geschichte zu machen und dass mein Studium der Ingvitaner das Studium aller Kulturen gleichzeitig bedeutete. Keiner zog mit einer Achsel. Ich glaube, ich suche wo nach einer
einenden Wahrheit, als ob mir die Götter mit all diesen Symbolen und Ausgrabungsstätten ein Zeichen in einer mir lieben Sprache geben wollten. Was möchtest du wissen? Erzähl mir etwas über die Sänger. Mein ältester Bruder denkt, dass wir unsere Tage singend und Baumkränze bindend verbringen. Die Wahrheit ist aber weitaus weniger spannend. Die Akademie bewahrt das Wissen, das unser Volk angesammelt hat. Ich hätte gesagt, dass die Sänger Rautai sind, denn ohne sie hätten wir keinen Beginn, keine Vorstellung davon, wie weit wir gekommen sind. Mit jeder weiteren Generation würden wir ein Stück mehr vergessen. Noch bin ich nur ein Schüler. Eines Tages aber werde ich zurückkehren und der Hüterin berichten, was ich gelernt habe. Und dann werden sie meine Verse dem Gesang hinzufügen. Was möchtest du wissen? Was ist dieses Tor der großen Zähne? Ziemlich so, wie es sich anhört. Ein Labyrinth aus Mauern, die wie die Zähne eines Seeungeheuers. Es befindet sich außerhalb der Stadt und beschützt Tarkova vor Invasoren und Stürmen. Wobei letztere immer die größeren Probleme gemacht haben. Nuitanri, die wütenden Riesen, werfen sich gegen die Küsten von Raotai. Invasoren, ich bin mir nicht so sicher, aber vielleicht bin ich wie der Mann, der, obwohl er trocken ist, mitten in einem Sturm seinen Regenmantel wegwirft. Kana lacht. So jedenfalls wollte es mich meine Mutter glauben machen. Was möchtest du wissen? Was ist ein Ranganui? Ein König, unser großer König, der Herrscher von ganz Rautai. Er hat unser Volk gut geführt und meine Familie hat er sehr gut behandelt. Mein Vater ist mit ihm eng befreundet. Zumindest so eng, wie man mit einem König befreundet sein kann. Was möchtest du wissen? Ich hatte andere Fragen. Frage so viel du willst. Die Aufgabe eines Sängers ist es, Geschichten zu erzählen. Noch dazu überwiegend wahre Geschichten. Weißt du etwas über diesen Ort? Ketnua ist ein Wunder, ein hässliches, zerbröckelndes zwar, ich baue's gerade wieder auf, aber dennoch ein Wunder. Die Burg wird zwar von dem überschattet, was unter ihr liegt, aber sie allein kann einem schon viel über die edirische Siedlung verraten. Ein sehr unnachgiebiges Volk, wie ich finde. Du wirst vom blauen Schlüssel verfolgt. Anscheinend haben wir das gemeinsam. Das ist alles ziemlich absurd, nicht wahr? Ich verstehe nicht, was sie sich davon versprechen. Wie hat all das angefangen? Ich bin in Edir auf sie gestoßen, oder eher, sie haben mich aufgesucht. In Edir gab es viele Leute, die die engvitaischen Ruinen im Dirwald beobachtet hatten, und ich verbrachte einige Zeit im Gespräch mit Experten. In den Büchern habe ich Berichte über Städten in Ixamittel gefunden und dorthin reiste ich als nächstes. Kurz davor aber näherte sich mir eine Frau in einer dunklen Robe, die mir nahelegte, zum Wohle meiner eigenen Sicherheit meine Studien niederzulegen. Ich ignorierte sie natürlich, bald aber beschlich mich das Gefühl, dass man mich verfolgte. Und später, naja, den Hinterhalt unterwegs hätte ich ja noch Pech nennen können, aber drei? Wer sind diese Leute? Ich dachte mir, mich als Revanche in ihre Aktivitäten einzumischen, wäre nur gerecht. Ich fand Hinweise auf einen bleiernen Schlüssel, darüber hinaus, aber was war alles? Phantasterei und Aberglaube. Ich hätte genauso gut durch die Gegend laufen können und die Leute nach einem fliegenden Wal fragen. Sicher, irgendjemand hätte am Ende noch Ja gesagt, aber der Wahrheit wäre dann das nächste Problem. Der Wahrheitsgehalt wäre dann das nächste Problem gewesen. Du scheinst diesbezüglich aber nicht sonderlich besorgt. Viel Glück hatten sie nicht. Der letzte von ihnen schlich sich an einer Ausgrabungsstätte an mich hier heran und rutschte auf einem schlammigen Balken aus. Wohl aus einer Reflexhandlung heraus versuchte ich ihn noch abzufangen, aber er stürzte hinunter und über 30 Meter tief. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er sich vorgestellt hatte, aber dass es das war, bezweifle ich. Ich hatte andere Fragen. Frag so viel du willst. Die Aufgabe meines Sängers ist es, Geschichten zu erzählen, noch dazu überwiegend wahre Geschichten. Erzähl mir von Rautai. Rautai. Shall I describe the pearl-white sands, the sapphire waters, the multi-hued tiles of the rooftops, like a mosaic upon the coast? Sorry. Ah, Rautai. Soll ich die perlweißen Strände und das saphirblaue Wasser beschreiben? Die bunten Dachziegel der Dächer, die wie ein Mosaik entlang der Küste aussehen? Kana kichert. Tut mir leid. Gab es etwas Bestimmtes, das du gerne erfahren wolltest? Erzähl mir über das Königreich Rautai im Allgemeinen. Es ist eine lange Schiffsreise entfernt von Ixamittel,
vorbei und auf der anderen Seite des Meeres. Wir haben den Großteil des Golfs besiedelt und entlang der gesamten Küste befinden sich etwas jüngere Handelskolonien. Wie alle anderen auch, leben wir so gut wir können. Unser Land wird von Stürmen heimgesucht und deshalb stehen alle Rautai eng zusammen, woher sie auch kommen mögen. Ansonsten würden wir niemals überleben. Erzähl mir etwas über deine Heimatstadt Takova. Tekoa is doubly famed, a royal city and home to the Coral Harbor. The Ranga Nui's palace is there, and we've a fleet of royal ships sitting outside the gate of Great Teeth. Every so often, you'll hear the roar of a cannon being tested.